Antrieb, mich auf irgendetwas einzulassen, ein neues Projekt, ein altes Projekt oder auch eine Tribute-Show wie das, ist in erster Linie immer Neugier. Und mich der Herausforderung eigentlich zu setzen, weil ich weiss, oder ich bin nicht in der Comfortzone. Meine Hebel sind nicht da, wo sie normalerweise sind, sondern ich muss ein bisschen weiter rauslangen, um irgendwie auch auf den Knopf zu drücken. Body Rich war für Schlagzeug das, was Charlie Chaplin für Film war. Oder der Muhammad Ali für Boxen. Ich glaube, am Body Rich sein berühmtesten Auftritt ist wahrscheinlich, als er mit dem Muppet Show gespielt hat. Als er ein Duell gemacht hat mit dem Schlagzeuger von der Muppet Show. Body Rich ist technisch wahrscheinlich nicht nur der beste Schlagzeuger gsi, was jemals gegeben hat, sondern höchstwahrscheinlich einer der besten technischen Musiker, was überhaupt je gegeben hat. Und nicht nur im Jazz, sondern auch in der klassischen Musik. Also in seiner technischen Proficiency ist irgendwie auf dem Level von einem Horowitz. Und das ist sehr außergewöhnlich für einen Schlagzeuger. Das ist etwas, das hat er als Erster gemacht. Und damit es gefühliger ist, hat er es einfach mit der linken Hand gemacht, oder? Und da war wahrscheinlich noch irgendwie ein Bier gesoffen dazwischen. Er war der Showman, oder? Er hat technische Sachen gebracht, die wenig Schlagzeuger gemacht haben, auch noch heute. Er hat eine sogenannte Push-Pull-Technik oder Reverse-Stroke. Oder? Und er konnte ein gewisses Geschwindigkeitslimit durchbrechen, wo wahrscheinlich ungefähr da ist. Ich bin einfach. So einfach die technischen Mittel hat er all gehabt. Er hat alles gehabt. Und alles beim Body hat immer extrem visuell ausgesehen. Wenn man heute sieht, Heavy Metal Drummer mit einem Solo so etwas machen. Ganz klar, es kommt vom Body Rich. He was the guy. Er hat Geschichten erzählt. Er hat einen Anfang, eine Mitte und einen Schluss. Also in seinen Solos waren dramaturgische Geschichten, die durch eine Welt durchgeführt hat. Er hat die Leute kidnappt, oder? Es war nie relaxed. Das ist immer auf dem letzten Zacken. Es geht um Leben und Tod. Das irgendwie, und das, die Energie, oder? Die hat die Leute fasziniert. Und fasziniert auch mich. Auch die Musik von Buddy Rich ist geschrieben worden, zum spektakulär sein, um sein Spektakel zu umrahmen. Das Theatralische, der Aspekt ist da und der ist mir auch bewusst. Ich bin ein Entertainer, das ist für mich völlig okay. Nur schon einfach, weil ich selber auch Spass daran habe, an der ganzen Geschichte.